Und weiter geht's mit Let's Play Iron Harvest, mit der Saxony-Kampagne. Genauer, mit der dritten Mission der Saxony-Kampagne. Wir sind jetzt schon an der Saxony-Kampagne fast länger dran, obwohl gerade mal Mission 3 ist, wie schon hier bei Roosevelt-Kampagne Mission 6 oder so. Einfach weil wir so viele Parts für die Mission brauchen. Die ziehen sich halt auch echt ordentlich. Und apropos ziehen, eine Meile pro Meter heißt die nächste Mission. Während der Krieg sich dahin schleppt, spitzen sich die Spannungen zwischen Gunther und Prinz Wilhelm während einer Mission zu, bei der sie wichtige Positionen einnehmen sollen. Zerstöre drei Gegner mit Zerstörerkanonen. Rette Prinz Wilhelm in weniger als 40 Minuten, also müssen wir schon mal aus der Klemme retten, wie es aussieht. Verliere weniger als 10 Einheiten. Okay, alles klar. Strategischer Bedeutung, nördlich von hier. Die Einnahme dieses Ziels bricht dem Feind hier endlich das Genick. Soweit mir bekannt ist, bin ich hier immer noch der befehlshabende Offizier. Das ist mein Feldzug. Ohne meine Ritter und mich säßen sie jetzt noch mindestens 100 Kilometer westlich von hier fest. Sie wurden befördert für ihre Tapferkeit. Doch sie sind nicht mein Vorgesetzter. Das Hauptquartier betrachtet dieses Dorf als strategisch äußerst wichtigen Ort. Westlich des Flusses befinden sich starke feindliche Befestigungen. Darum rücken die Ritter von Saxony im Osten vor und nehmen das Dorf noch vor Mittag. Wir müssen die Westküste sichern. Es gibt zwei Basen, hier und hier. Sobald wir die zerstört haben, ist diese stark befestigte Linie unser Hauptziel. Sicher, nur zu. Wir nehmen inzwischen das Dorf ein. Es ist unklug, ohne Unterstützung zu weit vorzudringen. Sie könnten umstellt werden, von drei Seiten. Hallo? Wilhelm? Dann mal los. Ja, so viel dazu. Okay, wir arbeiten mit einem Verbündeten zusammen. Deswegen wird ja auch gesagt, so, das ist das Schöne an der 16-Kampagne. Da arbeitet man häufig mit Verbündeten und ich mag es auch, mit Verbündeten zu spielen. Und ja, die beiden liegen ein bisschen im Clinch und jetzt würde es mich mal interessieren, gegen wen kämpfen wir eigentlich noch? Also ist das jetzt noch Vergangenheit? Weil die letzte Zwischensequenz hat doch gezeigt, mal ganz kurz Pause, um das mal ganz kurz zu besprechen. Die letzte Zwischensequenz hat gezeigt, wie der Kaiser selbst, Kaiser Friedrich mit dem Schnorchel, der gute Alte, wie er selbst gesagt hat, dass jetzt ein Waffenstillstand mit Roosevelt vereinbart ist, um gegen Fenris vorzugehen. Also, sind wir jetzt doch an der Front und der Krieg ist immer noch heiß, oder ist das irgendeine... Das ist jetzt gerade unklar, ne? Vor allem so wie Gunther gesprochen hat, hat man eigentlich gedacht, dass er gar nichts mehr zu tun haben will. Es kann auch sein, dass das jetzt wieder eine Rückblende ist. Das kann auch gut sein, dass es noch eine Rückblende vom Krieg ist, bevor das passiert ist. Und wir springen zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Und holla, also, klingt ein bisschen flüssiger laufen. Ich glaube, da geht es gerade ein bisschen ab. Können wir was bauen? Oh, wir können sogar eine Basis bauen, wenn wir es wollten. Aber ich glaube, wir wollen ein bisschen weiter vor. Wir warten auf eine Mission. Braucht jemand Feuer? Oh, Flammenwerfer. Wir gehen in Deckung. Granat da drüben. Das ist eine der Basen. Dann zerstören wir sie und stellen uns klug dabei an. Voll klug, KLUK. Ja, Wilhelm rennt hier gegen eine schwer befestigte Stellung. Was? Finde ich voll cool, mache ich auch. Grüße vom Kaiser. Boom. Flammen, hallo. So, hier mal schön wegmörsern. Ich meine... Saxony ist allgemein sehr artillerielastig. Das können wir mal nutzen. Und die Gegner richtig schön zerböllern. Wir werden beschossen! Was ist denn jetzt schon wieder? Grimbart bereit! Was sie nötig? Ich bin beschäftigt. So, Grimbart. Oh, hui, was kommt denn da alles? Darf mal ein Granätchen bitte. Also hier ist gerade Krieg, heiliger Bimbam. Meine Flammenwerfer, sind die noch da? Ich glaube nicht. Okay, aber läuft noch sehr gut. Oh, MG-Truppen.
bereit machen. Oder hinten haben wir noch Pioniere, aber die sind aus gutem Grund hinten. Rückzug. Ihr Schützen, stellt euch mal auf. Okay, es läuft. Ich möchte jetzt etwa hier eine Basis aufzubauen, ich bitte euch. Ich habe ja auch... Ach, meine Fernwerfer sind hier. Ich habe ja auch so meine Standards, ne? Du kannst dich mal hier hochhalten. Ich bin zwischenzeitlich mal hier rein. Und die Basis, die holen wir uns. Ich glaube, ich kann sowieso nicht woanders aufbauen, ne? Könnte ich das Hauptquartier woanders aufbauen? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich müsste schon da drin bauen. Bei der Fahne. Wir warten auf Anweisungen. So, Genoss. Falsche Fraktion. So, Kameraden. Erwarte Befehle. MG-Schützen hier. Wir sind auf Beutezug. Da hinten gibt's sehr gut Bier. Nicht Wodka, hier gibt's Bier. Ich müsste doch wissen, wie ich meine Truppen kombiniere. Hier, koordiniere. Motiviere. Bereit, unsere Pracht zu tun. Macht euch Feuer! Uff, okay, Eisenhans, halb friendly fire. Die wichtigste Frage, die sich uns doch allen stellen sollte, ist: Warum hat der Eisenhans keinen Flammenwerfer? Ernsthaft. Man kann doch nicht so knapp das Meme verfehlen. Hoi. Ich zeig euch mal, was ich von eurer Kanone halte. Den haben wir den Arsch versohlt. So drückt sich ein saxonischer Soldat nicht aus. Wir haben ihnen das Krotom mit... Wie kann man das so adäquat wie möglich ausdrücken? Rotus Klopfus. Oh la 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 la. Da kommt gleich der Gegenangriff. Oh na. Ah ne, das waren die feindlichen Ingenieure, ne? Gut. Ich dachte schon fast, ich hätte meine Ingenieure verloren hier. Alter, was für ein Verteil. Okay, das ist gerade richtig cool. Also bis jetzt macht mir die Mission echt Spaß. Hier haben wir so richtig, richtig fulminante Angriffs- und Verteidigungsgefechte gerade. Das speichern wir mal. Komm, das gefällt mir. So, bam, 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 bam. Noch so richtig schöner Grabenkampf hier gerade. Du hast jetzt einen speziellen... Ah. Ach, du hast so einen speziellen Ratatata-Daka-Bereich. Was ist denn hier los? Oh. Komm, den kriegt ihr noch. Wir schaffen den Rest auch noch. Bis jetzt sind wir fast verlustfrei. Wir sind sturzbereit, stets bereit. Du holst dir jetzt mal... Komm, der Grimbart kann mal ordentlich Deckung geben. Und ihr holt euch das Medipack. Ja, ich hasse, sieht aus, als war das alles. Sind wir etwa zu spät dran? Genau richtig. Jetzt ist die zweite Basis dran. Ja, aber unsere erste bauen wir erstmal noch auf. Und ja, okay, die stoßen auch langsam vor. Auch wenn Prinzip Wilhelm auch schon mal bessere Tage gesehen hat. Okay. Wisst ihr? Mich würde ja tatsächlich mal interessieren, auch, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt, und ich habe gerade so die Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg und Erster Weltkrieg Erstehung sehr oft durchgekaut, auch damals in der Schule und allem Möglichen. Und was mich ja mal wirklich interessieren würde, wäre wirklich mal so eine alternative Geschichte, die davon spielt, wie es weitergegangen wäre, wenn
Bismarck weiterhin mehr oder minder seine eiserne Hand gehalten hätte, weil das allergrößte Problem ist, mit dem ganzen Kaiserreich ging es ja übelst bergab, nachdem ja Wilhelm II. Hier alles, was Wilhelm I. und Bismarck aufgebaut hatten, so ziemlich kaputt gemacht hat, einfach. Und ich frage mich, wie es wäre, wenn entweder Wilhelm II. Auf ihn gehört hätte, beziehungsweise wenn Wilhelm II. Nach seinem Vater gekommen wäre und genauso mit Bismarck zusammengearbeitet hätte. Wir warten auf eine Mission. Dann kann man sich auch wirklich fragen, wäre der Erste Weltkrieg überhaupt entstanden, wenn diese Spannungen überhaupt entstanden und wie wäre das alles? Gut, okay, das ist eine typische Was-wäre-wenn-Story, bei der man sagen könnte, das kann man nicht wissen, das ist Hellseherei. Aber es wäre mal auch ein cooles alternatives Universum, wenn man so will. Okay, Wilhelm weiter am Vorstoßen. Irgendjemand gebärt da gerade ein Kind, wie es aussieht. Eigentlich ist da... Ich meine, wofür ist dieser Greifarm da? Man könnte ihm genauso gut noch ein zweites Gatling geben. Okay, dann verbraucht das Ding zwar Muni wie sonst was, aber... Apropos. Hat der Grimbart eigentlich irgendwo... Okay, da hat ein Trommelmagazin dran. Oh, ich bin ja tot. Stimmt. Okay, ja dann mal. Aufrüsten. Bombe. Und die Eisenmine auch pushen. Und dann sind wir soweit erstmal ganz okay. Das wird uns gute Dienste leisten. Was ist denn jetzt schon wieder? Euch könnte ich mal noch ein bisschen aufwerten. Und dann holen wir mal Stück für Stück. Jetzt, das ist mal so eine Mission, bei der man jetzt wirklich mal sagen kann, oh, endlich mal eine Mission, wo du so Stück für Stück vorrücken kannst. Weil bis jetzt waren alle Missionen so übelst chaotisch. Im Sinne von, du musst hier eine riesige Front alleine managen. Das ist jetzt tatsächlich mal etwas, wo du sagen kannst, du hast jetzt endlich mal so ein Kontroll- und Fortschrittsgefühl. Die Mission macht mir gleich viel mehr Spaß als alle anderen davor. Egal von welcher Fraktion. Hallo? Hello. Zielposition. It's me. Gebäudeupgrade abgeschlossen. Lebensblut ist im Gebäudeupgrade abgeschlossen. Innendeckungsposition ein. Gibt's einen Mac, den wir erledigen sollen? Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Ein Schritt nach dem anderen. Grenadiere, Panzereinheit erwartet bewegt, der Kaiser. Na, der rückt aber auch ganz gut vor. Nicht schlecht, Kamerad. Saxonische MG-Schützen bereit. Begeben uns zu neuer Zielposition. Dann gucken wir doch mal. Aha. Dung, dung, dung. Also gegen Infanterie sind die auch super, diese Panzer. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Gut. Nicht die Eisenmine kaputt machen. Die Armen. Armen. Bereit für Befehle. Unterwegs. Alle antreten. Der Kaiser kann auf uns zählen. Machen wir mal in die Waffenfabrik. Ich würde mal echt interessieren, was wir so rausholen können. Wir werden es bauen. Reiter bereit. Speichern. Wunderschöne Speicherzeit. Eine Meile pro Meter. Eine Meile pro Meter. Da hat man einfach zwei verschiedene Maßeinheiten. Ein Kilometer pro Meter, okay. Eine Meile pro Meter. Aber das ist vielleicht auch beabsichtigt. Ich höre, bestätige. Was ist denn jetzt schon wieder? Neue Befehle? Wir machen uns auf den Weg. MG-Schützen hier. So, hier kann man leider nicht wirklich defensive Stellung. Wie gesagt, leider gibt es in dem Spiel ein bisschen zu wenig Möglichkeiten, Deckung zu nehmen. Also weniger als jetzt beispielsweise im Vergleichsspiel wie Company of Heroes oder Dawn of War 2 auch beispielsweise. Hier sind die wenigsten Sachen wirklich als Deckung nützlich. Granaten sind die Lösung für jedes Skelette bereit. Netter Versuch und so. Diese Mine wird dem Imperium gute Dienste
Ich glaube, die warten einfach, ich glaube, die sind triggerbasiert. Ich glaube, die warten jetzt einfach so chill. Hier, halb kaputt, einfach nur. Die pfeifen aus dem allerletzten Loch. Kurz vor. Bevor ich den nächsten Trigger auslöse. Oh, stimmt. Ich könnte auch mal hergehen und die Fahne einnehmen noch. Sehe ich das richtig? Und die haben zwei Hämmer. Die Sichel ist leider nicht mehr drin. Roosevelt hat einfach. Ja. Das ist einfach Doppeltindustrie ohne Landwirtschaft. Wir haben jetzt den Dorfrand erreicht. Und Sie, Kommandant? Wir errichten eine Sammlungsbasis. Dann greifen wir die feindlichen Stellungen an. Wir stoßen auf fast keine Gegenwehr. Wir könnten das Dorf ganz einfach einnehmen, bevor die merken, was los ist. Negativ. Wir greifen von beiden Seiten gleichzeitig an. Dann haben wir einen Fluchtweg für den Fall, dass irgendetwas schiefläuft. Jetzt anzugreifen wäre sicherer. Warum geben wir ihnen Zeit? Wartet, bis wir da sind. Das ist alles. Na schön. Bauen wir eine Angriffsstellung und sorgen für genügend Feuerkraft, um ihre Verteidigung zu knacken. Neues Primär. Also in Richtung Verteidigung knacken, würde ich mal sagen. Richtig dick mit Artillerie rein ist, glaube ich, die beste Idee. Bereit für Missionsverteilung. Brauchen Sie eine Panzer- haben wir. Oh ja, haben wir. Erlkönige. Okay. Bad Isegrim und den Motor, den hat man ja auch, den doppelläufigen Panzerbrecher. Das mittlere Panzerung gegen schwere, das hätten sie anders machen können, weil der Isegrim ist, wie ich finde, mittlere gegen mittlere Ziele. Weil gegen leichte und mittlere ist okay. Umzusetzen und schwer. So bin ich ein zu leichtes Ziel. Gibt's neue Informationen? Sie auf, Werkstatt hier. Das Leistungsvermögen unserer Werkstatt wird erhöht. So, und der rückt weiter. Hieß es nicht, wir warten mit dem Angriff. Ich meine, es ist schon alleine daher klar. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Spezialherausforderungen, diese Achievements, die Spezialziele, sind schon ein ziemlicher Spoiler. Wenn bei den Spezialzielen schon steht, retten Sie Wilhelm innerhalb von 40 Minuten, dann ist klar, dass der jetzt irgendwie vorausstürmt gegen den Befehl und sich total übertut und plötzlich dann mit heruntergelassenen Hosen gerettet werden muss. Bereit für Befehle. Irgendwie so. Mindestens. Brünnhilde ist bereit. Brünnhilde, kann das Ding eigentlich. Es kann Einheiten aufnehmen, ja? Wenn Einheiten. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit die Flammenwerfer drin. Alles aussteigen. Können die von da drin eigentlich rausschießen? Zugang zum imperialen Arsenal wurde erweitert. Wenn ja, dann würde ich da wirklich gerne MG-Truppen drin haben. Wir warten auf Anweisungen. An die Front. Weil Anti-Infanterie ist noch ein kleines Problem bei dem Ding. Wir warten auf eine Mission. Jawohl. Rücken vor wie befohlen. Mac, den wir erledigen sollen? So, aber bevor wir die schwer gepanzerten Stellungen holen, können wir ein bisschen die Ressourcenpunkte noch holen. Wir sind zu allem sind bereit. Grenadiere bereit. Grimbad bereit. Wir warten auf eine Mission. Pionier bereit für die Arbeit. Wir beheben die upgraden, bitte. Mineneffizienz wird erhöht. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Oh cool, die schwere Stellung. Ich meine das Dorf, ich meine wahrscheinlich geht's, heißt das, diese schwer befestigte Stellung wird von zwei Seiten angegriffen. Was durchaus eine gute Idee ist. Und hi. Gut, dass ich hier noch was aufgespart habe. Vor allem, die können jetzt richtig gut Erfahrung sammeln hier. Oh hi. Ach, die kommen von da außen. Interessant. Feuer mit Feuer hätte ich als Spruch verstanden, wenn das so ein Flammenwerfer-Mech gewesen wäre von Rust jetzt. Können wir eigentlich jetzt auch noch was aufbauen? Ich darf nur eins haben. Darf ich hier? Ah, hier darf ich trotzdem Gebäude aufbauen. Nicht schlecht. Nein. Uff. Können hier die. Ne, sieht nicht so aus, als können die hier schießen. Schade. Wäre auch echt schön gewesen. Dickes Geschütz, Feuer!
Wutz. Oh, das wird wehtun. Ui. Oh, dass ihr brennt, sehe ich. Also, zumindest. Wir sind hier. Befestigung bereit. Steht Pioniere bereit für die Arbeit. Alle Waffeln feuerfrei. Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Jetzt weiß ich ja, wo die geht. Das ist so ein bisschen das, was mich beim Spiel nervt. Das ist einfach viel zu häufig, vor allem bei den Strategiespielmissionen. Okay, das ist eine Mission, die ist sehr, sehr stark triggerbasiert und vorrücken. Da verstehe ich's. Aber es gibt viel zu viele Missionen, die so als Strategiespielmissionen sind, wie so ein typisches Skirmish. Einfach, du hast eine Basis, Gegner hat eine Basis und trotzdem spawnen die ganze Zeit von gewissen Punkten Gegner nach. Das finde ich ein bisschen doof, weil du hast nicht mehr das Gefühl, gegen den Gegner zu kämpfen, wo du jetzt sagst, okay, du musst jetzt irgendwelche Strategien entwickeln, um da jetzt eine Basis effektiv einzunehmen oder irgendwelche Versorgungslinien abzuschneiden. Bei diesen Spawns hast du immer das Gefühl, dass dem Gegner seine Ressourcen eigentlich egal sind. Er braucht keine Ressourcen, um dich trotzdem anzugreifen. Er braucht im Grunde, dass ihr nicht mit den gleichen Regeln spielt, ihr beiden. Und das ist so... Wir müssen uns zurückziehen. Wir sind hier, um zu dienen. Wir können alles reparieren. Oh, der Erlkönig. Reite zu spät durch Nacht und Wind. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist die Lasagne ohne Rind. Was? Gut. Aber die im Geschützen schießen wohl nicht raus. Schade. Grenadiere bereit! Wir sind kampfbereit! Wir haben Feuer überlegt. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Macht euch unsichtbar! Ich werde Ihnen den Tod bringen. Befehl bestätigt. Bringe mich in Position. Brunhilde ist bereit. Alles klar. Gibt's einen Mac, den wir erledigen sollen? Apropos Mac, haben wir nicht noch... Ach stimmt, der zweite Ingenieurtrupp ist hier. Komm, ihr macht mir hier meine Kaserne, dass wir uns hier auch gleich ein bisschen heilen können. Mit saxonischer Präzision. Ein Gegner für den neuen Waffen allein. Kommt da unter Beschuss. Der gehört mir. Gut. Können wir uns nicht so drehen, dass auch die Nebengeschütze feuern können? Genau so. Das Neben- und Hauptgeschütz. Ich müsste echt ein bisschen Breitseitenposition einnehmen. Sollte doch gehen, oder? Ah ne, es gibt eine Mindestreichweite. Das ist schon lustig, wisst. Das ist halt. Also der Erlkönig ist echt ein lustiger Mac. Du siehst halt wirklich, wie er mehr oder minder. Es ist einfach selbst die Artillerie. Das ist einfach. Da sieht man, wie man es auf dem Rücken trägt, aber das ganze Ding ist die Artillerie, das läuft. Und wenn es sich aufbaut. Ja. Spätestens bei dieser Artillerie denkt man sich, ich glaube, da wäre es wirklich viel sinnvoller, das Ding einfach auf Ketten zu machen oder so. Ach du liebe Zeit. Oh dear. Tut ein bisschen weh. Aber die kriegen gerade ordentlich aufs Maul. Alter. Schwere Artillerie bereit. Das hat die Brunhilde gut gelöst. Befehle. So. Wir werden bald weiter hier. Heiser kann auf Panzereinheit erwartet. Rückzug. Von zurück. Was haben wir mit vor? Bereit, unsere Pflicht zu tun. Wir sind sie unterlegen. Granaten sind die Lösung für jedes Problem. Anti-Mech-Kanoniere bereit. Wir rücken aus. Flammenwerfer können sie auch nochmal ausrüsten. Wie machen wir das? Werkstatt hier. Nein, Gunther. Du es nicht. Sie. Eisenhand sind halt einiges mobiler. Och nö, nicht ernsthaft. Lasst uns in Deckung bleiben. Abwehrfeuer.
los, das Flammenwerfer-Ding. Das ist, wird gleich riesig Probleme machen. Oh, genau das, was ich vermutet hatte. Oh, weg. Nicht durch die Gegner weg. Okay, zum Glück kann ich direkt hier vor den Gegnern regenerieren. Also, was soll's. Niemand baut Befestigungen wie wir. Okay. Saxonische MG-Schützen bereit. Dann passt man lieber hier auf. Da drüben sind die Bunker wohl besser angebracht. Panzereinheit erwartet Befehle. Wir warten auf eine Mission. Marschroute erhalten. Also bis jetzt schlagen wir uns gar nicht mal so schlecht, auch was die Verluste angeht. Habe ich bis jetzt eigentlich irgendwelche Verluste gemacht? Ich glaube nicht. Ist ja auch kein Verbrechen, wir spielen ja nicht die Russen. So, am Reparieren. Unterwegs, wir beheben die Schäden. Beim Russ jetzt wirst du erschossen, wenn du nicht mindestens 80% Verlustquote hast bei einem Sturm auf die gegnerische Stellung. Befestigung bereit. Du bist da. Exoskelette bereit. Ich will ja ganz sagen, das Lustige dran, aber eigentlich ja nicht. Die Sache ist ja die, Stalin war ja wirklich so drauf. Der hat ja wirklich alle kompetenten Generäle liquidieren lassen, weil er so paranoid war gegen Ende, dass er wirklich alles, was Kompetenz gezeigt hat, wirklich. Ist schon okay, wir spielen ja hier alternative Zeitlinie. Stalin hatte nichts verloren. Wutz. Verstanden. Ja, wir haben einen Stück zurück. Mal kurz reinbomben. Bum bum. Hui. Ui, das ganze Gebäude gleich. Das ist die Fähigkeit, ist echt krass. So, schwere Artillerie mal in Bestellung bringen. Das Ding hat schon mal eine höhere Reichweite als das Eisenbahngeschütz damals. Zumindest fühlt sich so an. Oh, yes. Boom. Zielposition bestätigt. Grenadiere bereit. Sie wollen es nicht. Eine unserer Einheiten ist hier mit der Hand aufgestiegen. Für den Kaiser. Wir werden beschossen. Flankierungsmanöver. Anti-Mech-Kanoniere dazu. Oh, Alter. Die armen Schweine. In deren Haut möchte man echt nicht stecken. Alter, ich muss ehrlich sagen, die Mission macht richtig Spaß. Da habe ich jetzt aber wirklich das Gefühl, den Gegner voll in Zangenbewegungen übelst zu zerdrücken. So blöd es klingt, aber eher... Schlauchlevels, eher schlauchige Levels machen dem Game echt mehr Spaß, wenn du wirklich so Stück für Stück Positionen hast und nicht eine riesige offene Karte, wo du an 20 Stellen gleichzeitig operieren musst. Ich meine, für Koop ist das bestimmt geil, dann lässt sich das bestimmt echt gute Arbeitsteilung treiben, aber so pro. Ich würde sagen, wir sind jetzt aber trotz allem an einem guten Punkt, an dem wir sagen können, wir beenden die erste Folge, ich nehme noch schnell die Eisenlinge. Eigentlich brauche ich jetzt den Bunker ja gar nicht, ne? Ich brauche trotzdem das Licht. Eine andere Waffe könnte uns weiterhelfen. So, das sieht doch gut aus. Es ist uns eine Ehre. Und du, Wilhelm, du kämpfst die ganze Zeit an der Brücke. Okay, du hast auch Befehl, hier Stellung zu halten, von daher. Will ich dich mal nicht dafür angreifen. Wollen wir uns noch einen Wotan. Und noch einen Erlkönig. Und Olla. Olla. Olla, Skinks. Wotan, es ist deine Aufgabe, hier den Tag zu retten. Oh, toll, jetzt wurden die weggeschossen, oder was? Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit, dass ihr meine Aufmerksamkeit habt. So, ihr halt euch mal. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Und ich weiß schon mal, wo ich eine extra Verteidigung aufbaue. Nichts da vorne. Ich habe mir noch ein bisschen was hat's gebracht.
Oh Gott, nein. Okay, ihr seid am Schießen. Okay, taktisch zu. Wenn er es schafft. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, voll in die Klinge. Aua. Oh, die Pioniere brauche ich noch. Jetzt mal die Maschinengewehrschützen raus. So, und ihr baut mir jetzt mal da drüben Bunker, weil ich glaube, die werden wir hier brauchen. Okay. Alles klar, ich würde mal sagen, da belassen wir es mal bei dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part zu einer Meile pro Meter. Mal gucken, ob es zwei Parts werden oder vielleicht letztes Mal drei. Wir werden sehen.